Gutes tun und dabei Spaß zu haben, war die Grundidee bei der Gründung des Roundtable. Die karitativ tätige Vereinigung beherbergt eine namhafte Zahl von engagierten Herren unter 40 Jahren, derzeit angeführt von Präsident David Slavicek. Erstmals veranstaltete man ein Entenrennen, das hunderte begeisterte Zuseher aller Altersstufen nach Amstetten zum Kommen motivierte. Wir waren 13 junge Burschen und wir haben uns das so vorgestellt, dass wir eigentlich in der Umgebung Geld verdienen wollen, Geld einnehmen wollen und um den behinderten Kindern oder kranken Kindern zu helfen. Das war die Grundidee. Wir haben das übernommen und haben das dann umgesetzt mit der Gründung des Tisches und in der Zwischenzeit sind wir sehr aktiv gewesen. Das Letzte, was wir gemacht haben, war, wir haben einer Dame, circa 60 Jahre, beim Übersiedeln von einer Wohnung in eine andere geholfen, weil die eigentlich keine Angehörigen mehr gehabt hatte und auch keine finanziellen Mittel für so einen Umzug. Und die musste aufgrund ihres Alters aus einer Wohnung ausziehen und die haben wir beim Umzug geholfen. Momentan planen wir einen Golf-Charity-Event, der findet im September statt. Wir haben im Oktober die Blindenmarkter Herbsttage, wo wir eine ganze Veranstaltung gekauft haben mit einem Partnertisch mit Ips Wieselburg. Und dann gibt es noch den Charity-Ball im Jänner. Und unsere größte Veranstaltung ist die Dreiviertel-Klassik-Rallye, die jährlich stattfindet, eine Oldtimer-Rallye. Nein, es ist eine tolle Sache. Erstmals in Amstetten das Entenrennen. Ich denke, das wird sicher viele Begeisterte hierher ziehen. Die Organisation hat hervorragend geklappt. Sogar das Wetter ist bestens gekommen, so wie es bestellt ist. Und ich denke, es wird sicher ein großer Erfolg. An diesem Tag ging es aber um Entlein, und zwar aus Plastik, die sodann den Mühlbach hinuntergeschickt wurden. Diese Entlein waren im Vorfeld um 5 Euro erwerbbar. Also in meiner Funktion als Past-Präsident, also als Präsident, der seinen Präsidenten ja endlich hinter sich gebracht hat, ist es mir eine Freude, heute nur als Gast hier zu sein und meinen Kollegen beim Arbeiten zuzuschauen. Das ist was ganz Schönes. Und ich werde natürlich als Besitzer von 65 Entenlosen fest die Daumen drücken, dass mein Entchen als erster ins Ziel geht. Also da werden die anderen Enten was dagegen haben. Ich habe ein gutes Gefühl, meine Ente ist ja gedopt, ne? Also ich habe ja ein bisschen weniger Gewicht drinnen wie die anderen Enten und ich habe mich auch mit dem Strömungsverlauf vom Mühlbach auseinandergesetzt die letzten Wochen und bin guter Dinge, dass die kleinen Fallen, die ich versteckt habe, für die anderen Enten ein unüberwindbares Hindernis werden. Na, aber sowieso. Das heißt, du hast auch einen Kiel angebaut, oder was? Nicht nur einen Kiel, sondern mit einer kleinen 1,5 Volt Batterie auch einen kleinen Motor. Man sieht ihn kaum, aber Sie werden es merken, wenn meine Ente doch 200, 300 Meter vorher im Ziel ist. Also, und nachdem die Ausstrahlung erst nach dem Rennen kommt, bin ich sicher, es funktioniert, dass ich den ersten Preis mache. Wir haben hier eine Piratenente. Also die wird heute das ganze Feld überholen und das erste durchs Ziel gehen. Alle anderen brauchen sich gar nicht anstrengen. Nein, Scherz, wir werden die einfach so nebenbei mitwerfen lassen und hoffen natürlich, dass die nicht die letzte ist. Nein, das bisschen Wind wird den Enten sicher nichts machen. Nein, Rückenwind ist es, Rückenwind. Wir werden aktueller Stand 3200 Enten hineinschmeißen in den Mühlbach und wir hoffen auf viele glückliche Kindergesichter. Also ich glaube, jeder möchte heute gewinnen, keine Frage. Die Gewinne, die winken, sind ja auch sehr schön. Ich glaube, das wirkt natürlich schon und jeder möchte natürlich vorne dabei sein. Gewonnen hat letztendlich die Ente Nummer 2611. Der Hauptpreis war eine Familienreise nach Paris ins Euro-Disney, was auch das große Interesse fernab vom karitativen Charakter erklärt.